So, hallo und herzlich willkommen mit einer leichten Verspätung heute zum Market Roundup. Wir werden uns heute natürlich wieder mit den spannenden Themen des Marktes auseinandersetzen und da wir ein bisschen später dran sind, werde ich auch direkt reinstarten in das Thema. Wie immer mit einem Blick auf den DAX, was war da los in der letzten Woche? Ja, wir können sagen, wir waren kurzzeitig über der 18.000-Punkte-Marke. Man sieht es ganz schön, ja, der wieder eingezeichnet, der blaue Marker und da rechts dieser Schwung über die 18.000 Punkte. Man sieht es hier oben knapp drüber geschlossen. In der letzten Zeit jetzt wieder so eine leichte Konsolidierungsphase. Was ist eigentlich los? Was ist in den Wirtschaftsdaten so zu sehen? Grundsätzlich muss man sagen, ist die wirtschaftliche Stimmung in der ganzen EU in einem leichten Aufwind. Man kann sich sagen, die wirtschaftliche Stimmung ist gut oder wir sind jetzt wirklich in Euphorie, aber sie wird besser. Und das zeigt sich so ein bisschen zumindest darin, dass der DAX immerhin auf hohem Niveau konsolidiert. Denn wir haben in der letzten Woche auch noch weitere News bekommen, und zwar rund um das Thema Inflation, rund um das Thema Zinsen. Zwar aus den USA, aber wir wissen, wie die Verbindung immer ist, rein aus diesen zinspolitischen Daten und auch den Wirtschaftsdaten, wie sie dann hier immer rüberschwappen. Was sehen wir hier? Ja, wir haben die 10-jährige Bundesanleihe hier einmal und wir haben in den letzten Wochen immer wieder dieses schöne Dreieck hier gezeigt. Und dieses schöne Dreieck hat eigentlich gezeigt, dass wir, nachdem wir diesen sehr rasanten Tiefpunkt im Ende des Dezember letzten Jahres erreicht haben, wieder so einen wellenartigen Aufschwung gekommen sind. Allerdings mit der Begrenzung, und die sehen wir hier oben, ja, auf dieser 200-Tages-Linie. Und da hat sich so langsam in der letzten Woche so ein Ausbruch zumindest gezeigt. Wir sind dann wirklich auch nach unten ausgebrochen. Man sieht es hier in diesem schönen Momentum, an dem wir dann aufgelegt sind bei diesen 2,265% ungefähr. Und dann gab es halt Nachrichten jetzt aus den USA. Wir hatten vorher schon so eine leichte Konsolidierungsphase, also diese Unterstützung hier hat ganz gut gehalten. Zumindest für alle, die hier quasi auf die Renditen achten. Und wir haben dann nachgesehen, dass wir halt wieder in so einen Aufschwung gekommen sind. Und hier zeigt sich jetzt wieder ein ähnliches Bild. Und zwar haben wir wieder zum einen diesen Widerstand, wir haben die 200-Tages-Linie und wir haben natürlich rein fundamental auch sehr viel in dieser Woche, was in Richtung Zinsen und Zinspolitik deutet. Ja, wir haben einmal Prognosen, Kommentare, wir haben viele Zentralbank-Kommentare. Wir hatten jetzt zuletzt Yen bzw. Japan mit dem ersten Zinsentscheid nach 17 Jahren. Kommen wir gleich nochmal zu. Wir haben natürlich auch den Zinsentscheid von der Fed diese Woche. Wir haben Kommentare der EZB. Also rein fundamental tut sich da sehr, sehr viel. Und hier tut sich auch so ein bisschen was in Richtung des Chartbildes. Zum einen wird sich eventuell hier so ein Ausbruch mal nach oben zeigen. Hier muss man aber sagen, haben wir jetzt zwei Widerstände, die so ein bisschen dagegen sprechen. Nach unten ist dann wieder ein bisschen Platz und dann sieht man hier wieder diesen Sprung, der natürlich aufkommt. Das kann jetzt in so einer Wellenform weitergehen, deswegen habe ich es hier mal eingezeichnet. Oder man bricht eventuell auch mal nach unten durch. Es wird sehr, sehr spannend. Wie gesagt, Preisdaten, Erzeugerpreisdaten, Inflationsdaten, Kommentare von Zentralbanken. Also diese Woche wird es noch ein bisschen kräftiger werden und natürlich auch deutlicher werden, wann kommt eventuell ein Zinsschritt auch der Fed. Dass jetzt aktuell einer kommt, das ist eher unwahrscheinlich. Man rechnet momentan eher mit Mai, Juni nach den letzten doch erhöhten Inflationsdaten, sogar eventuell noch ein bisschen später. Gucken wir aber gleich nochmal drauf. Ein Blick auf den S&P 500 und diesmal ein bisschen herausgezoomt auf den Wochenchart, eine etwas größere Perspektive. Wir haben ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich gebe es nochmal in Summe einmal wieder. Ja, wir hatten hier diese Untertassen-Henkel-Formation, die man ganz schön gesehen hat. Zwar natürlich ein sehr schwunghafter, aber wenn so die Tiefkurse hier teilweise nimmt, sieht man doch eine ganz schöne Formation, eine Konsolidierung dann nach unten und in der letzten längeren Zeit immer wieder diesen doch deutlichen Aufwärtstrend, den wir hier oben gesehen haben. Und jetzt sieht man aber hier rein trendtechnisch so drei Signale. Zum einen sieht man, dass hier oben so eine leichte Stagnation sich
ja auch ausmacht. Also wir hatten doch einen relativ kontinuierlichen Aufwärtstrend so über die letzten Wochen. Jetzt stagniert es so leicht. Man sieht es auch so ein bisschen hier unten im ATR. Der zeigt uns ja, wie so die durchschnittliche Schwankungsbreite ist. Auch der ist auf niedrigen Niveaus hier unten und den sehen wir heute noch das eine oder andere Mal in dieser Form. Wir sehen aber auch, dass der RSI weiterhin im überkauften Bereich ist. Also so eine Konsolidierung auch gar nicht so verkehrt ist, wenn die jetzt wirklich anhalten sollte. Mal gucken, ob das die Volatilität hier so ein bisschen zurückkehrt, wenn jetzt ja was im Rahmen der Fundamentaldaten, die ich gerade eben angesprochen habe, passiert. Ganz grundsätzlich muss man sagen, zeigt sich hier ein relativ gefestigtes Bild. Und was ganz interessant ist, wenn wir das Ganze uns im Dow Jones angucken, dann sind wir da nämlich ja schon einen Schritt weiter oder ja zumindest, wenn es denn so kommen sollte. Und zwar konsolidiert der Dow Jones schon ein bisschen stärker hier oben, auch hier im Wochenchart. Der RSI ist schon ein ganzes Stück zurückgekommen, ist zwar immer noch so leicht erhöht, aber ist schon zurückgekommen. Und unten sehen wir, dass der ja, die Volatilität, also hier die Average True Range, ja mittlerweile auf Niveaus von 2021, 2022 ist, also auch deutlich zurückgekommen. Und ja, hier scheint man sich aktuell so ein bisschen gemütlich zu machen und auf die nächsten Impulse im Markt zu warten. Gucken wir nochmal auf die 10-jährigen US-Treasuries. Ich habe ja gerade eben angesprochen, es gab ein bisschen was im Rahmen Inflationsdaten in der letzten Woche. Dementsprechend haben wir auch gesehen, durch diese doch erhöhte Überraschung mit den Inflationsdaten, die man nicht ganz so erwartet hat, dass die US-Treasuries hier angezogen sind, also wirklich auf einem Niveau von über 4% jetzt wieder, wieder zurück in diese Range hier auch gefallen sind. Man sieht ja auch so ein bisschen, dass der Chart sich so leicht öffnet, allerdings unten dann doch noch wieder ein bisschen Platz hier hat, um dann dort aufzuliegen. Ja, ganz grundsätzlich ein bisschen verhalten natürlich mit diesem Aufschwung, den wir oben gesehen haben. Wir haben allerdings jetzt, wie gesagt, diese Range, die ich hier auch nochmal eingezeichnet habe, die aktuell so ein bisschen auch den Ruhepuls dort bildet. Das sieht man auch so ein bisschen in den letzten Kerzen, die sich hier ausgebildet haben, relativ viel Schwankungsbreite dann noch oben und unten, aber der Kerzenkörper doch relativ beständig hier in der Mitte und da, wie gesagt, sehr starker Fokus jetzt auf die Notenbanker in dieser Woche. Ein kurzer Blick noch nach China, denn auch da bewegt sich so ein bisschen was. Wir sehen ja seit Wochen oder Monaten eigentlich dort Abwärtstrends und jetzt könnte man zumindest vermuten, es sich so langsam hier wieder ein Aufwärtstrend andeutet. Wir haben ja in der letzten Woche erzählt, es könnte sein, dass dieser Abwärtstrend jetzt mal durchbrochen wird und das hat man tatsächlich jetzt auch gesehen. Also wenn man zumindest diesen Kanal, den hier nimmt, dann sind wir hier an der Stelle durchgebrochen. Man könnte ihn noch ein bisschen breiter zeichnen, dann würde man sagen, ah ja, dann sind wir vielleicht noch gerade an den Niveaus, wo man gucken müsste. Allerdings sieht man halt, dass sich gegebenenfalls hier auch so langsam wieder ein leicht positiver Trend ausbildet. Ich habe hier mal die Fibonacci Retracements mit eingezeichnet, weil man dann doch sieht, ja, man hat einige Hürden auch zu überwinden an den Niveaus. Die sind dann doch relativ beständig noch und auch die Konsolidierungsphasen, die man hier zu überwinden hat. Allerdings gibt es ein bisschen Hoffnung und das haben zum einen die Wirtschaftsdaten gezeigt, die deuten auf eine leichte Erholung. Die Industrieproduktion, die ist hochgegangen in China. In dem Immobilien, ja, Segment sieht es noch etwas enger aus. Das ist ja seit langem das Problemsegment. Ja, und man hat jetzt auch noch weitere Hoffnung auf Stimulus von den Zentralbanken. Das sind alles so Signale, die zumindest mal andeuten, es könnte hier in einen Aufwärtstrend übergehen. Das wird also weiter spannend bleiben. Ein Blick noch auf den Nikkei und damit auch ein Blick auf Japan. Denn wir haben jetzt seit 17 Jahren zum ersten Mal die Negativzinspolitik beendet in Japan. Der Nikkei ist in dem Moment aktuell wieder über 4.000 Punkten. Ob das jetzt damit zusammenhängt oder nicht, das ist dann noch so ein bisschen eine andere Spekulationsfrage. Zu den Treasuries und den Renditen kommen wir gleich nochmal. Was wir halt aber sehen können, dass wir wirklich über diese 40 oder um diese 40.000 Punkte Marke immer hier kämpfen. Also auch hier sich so wieder eine Konsolidierung anfängt auszubilden, wie in dieser Vorphase. Wir haben relativ viel Bewegung im Markt, das sieht man hier unten. Der ATR ist relativ hoch, also bei so 570, also auch ein bisschen angestiegen über die letzte Zeit. Der RSI ist hier trotzdem so ein bisschen rückläufig gewesen, auch wenn er zuletzt wieder ein bisschen hochgekommen ist. Also ganz grundsätzlich sieht man so ein bisschen was an Unsicherheit und Bewegung im Markt und trotzdem dann eine gewisse Konsolidierung oben an diesen hohen Niveaus. Wenn wir jetzt auf die
Wenn wir jetzt auf die Zinsentwicklung blicken, das hier ist jetzt hier der 2-Jahres-Bond. Hier oben steht zwar noch Nikkei, aber ganz oben sieht man es, die 2-Jahres-Government-Bond aus Japan. Und hier sieht man halt diesen kleinen Hut, der sich gebildet hat. Was ist eigentlich passiert? Naja, die Zentralbank hat jetzt wirklich diese Negativzinspolitik beendet. Und jetzt muss man aber sagen, haben jetzt keinen riesen Zinsschritt nach vorne gemacht, sondern der Zinsschritt ist jetzt von einem, ja, kann man sagen, minus 0,1 hoch auf ein 0 bis 0,1. Also eine kleine Ecke hoch, aber halt kein Negativniveau mehr. Und einige sagen jetzt auch, okay, der Schritt war vielleicht ein bisschen niedriger als erwartet. Und das sieht man gegebenenfalls auch, wenn man hier so ein bisschen in diesen 2-Jahres-Bond schaut. Denn da sieht man, dass die Renditen jetzt dann leicht wieder zurückgekommen sind, hier an der Stelle schon. Hat sich schon angedeutet, allerdings da sieht man auch diese Beständigkeit aktuell der Entwicklung. Ist natürlich so die Frage, ob man jetzt hier diesen Widerstand oder diese Unterstützung dann wieder nach unten durchbricht und dann in diese weitere Phase hier läuft. Das bleibt so ein bisschen zu erwarten. Was man aber sagen kann, es liegt jetzt nicht an der Inflationsentwicklung, dass man hier unbedingt große Maßnahmen ergreifen muss. In dem Falle sieht man das hier nochmal in den Inflationsrate in Japan. Die ist mal wieder hochgelaufen. Wir hatten ja lange Zeit Deflation in Japan, hat dann in 2023 auch ihren Peak erreicht und ist eigentlich seit längerer Zeit schon rückläufig. Auch immer mit der Antizipation, dass da gegebenenfalls mal kleine Zinsschritte kommen sollen. Es ist eher so ein bisschen auch mit der Entwicklung des Yen zu vereinbaren. Da steht Japan ja auf. Aktuell oder die Zentralbank in Japan ein bisschen unter Druck. Wir haben einen Yen, der weiterhin auf Höchstkursen ist. Man hofft eigentlich, dass man selber die Zinsen nicht weiterhin so stark anheben muss, sondern dass eher die ausländischen Zentralbanken ein Stück zurückkommen und man weiterhin eigentlich auf diesen niedrigen Zinsniveaus agieren kann. Ganz grundsätzlich muss man aber sagen, dass halt der Spread, also hier die Differenz zwischen zum Beispiel den US-Renditen und den Yen-Renditen immer noch sehr signifikant ist. Das sehen wir oben. Und diese längere Phase hat halt auch dazu geführt, dass der Yen hier deutlich abgewertet hat. Also rundum kann man sagen, es gab eine Bewegung im Yen. Sie war ein bisschen historisch schon das zweite Mal, weil man jetzt nach längerer Zeit diesen Korridor verlassen hat. Allerdings gegebenenfalls ein bisschen weniger exzessiv, als man es erwartet hat. Und jetzt bleibt halt die Frage, wie entwickelt sich das weiter? Man hofft natürlich hier auch noch auf eine Zinssenkung der Fed im Mai und dementsprechend auch hier spannend, was diese Woche so erzählt wird. Blicken wir auf die Aktien, denn auch dort hat sich einiges getan, kann man sagen. Es gab, obwohl wir uns eigentlich in der Phase befinden, in der die Earnings so langsam abebben, doch wieder ein bisschen was Spannendes zu erzählen. Wir starten einfach mal mit dem Thema Zalando. Wir sehen es hier oben. Der Online-Händler ist ja eigentlich seit Jahren jetzt mal nach dem Boom durch Corona in eigentlich einem schwächelnden Umfeld und hat jetzt zum ersten Mal so einen optimistischen Ausblick eigentlich geliefert. Man möchte weiterhin sich erholen. Man hofft, das Konsumklima wieder anzieht. Man sieht so erste positive Indikatoren, möchte auch weiterhin wachsen, nicht mehr so stark wie vorher, sondern man spricht ja eher von einem einem hohen einstelligen, niedrigen zweistelligen Niveau, das da gegebenenfalls erwartet wird. Die Aktie hat es aber allerdings gefreut, plus 18%. Dann gucken wir uns noch Oracle an, haben wir letzte Woche kurz schon angerissen. Hier kann man sagen, waren die Ergebnisse besser als erwartet. Der Ausblick war auch besser als erwartet. Und man scheint jetzt so ein bisschen auch zu den Konkurrenten aufzuschließen. Zum einen in der Infrastruktur, auch in der Cloud-Infrastruktur und halt auch im Umfeld, wie man es zu Konkurrent SAP gesehen hat, die in der letzten Zeit eher positive Nachfrage gesehen hat. Dementsprechend stimmte das Ganze ganz positiv und wir werfen auch an der Stelle mal einen kurzen Blick auf den Chart, denn da zeigt sich auch das ein oder andere interessante Niveau gerade, kann man sagen. Gehen wir mal von oben nach unten runter. Zum einen sieht man hier so eine W-Formation, die sich ausbildet, grundsätzlich also eine positive Chartformation. Wir sind jetzt hier im Wochenchart, das heißt, wenn sich dieser Rhythmus, der sich hier gerade andeutet, auch nach diesem positiven Sprung nach oben weiter durchsetzen sollte, könnte man durchaus hier in der Lage sein, auch dieses Hoch des Mais quasi im letzten Jahres oder auch im September zu durchbrechen. Das wäre quasi so der erste im Indikator zumindest in die Richtung. Natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, dass man in dieser Linie wieder abprallt und negative Entwicklungen hier sieht.
Aber allerdings ist man gerade so ein bisschen beflügelt natürlich von positiven Zahlen und einem positiven Momentum, was man hier gesehen hat. Ein zweiter Indikator, der ganz spannend ist, und ich habe es hier oben mal eingezeichnet, man sieht hier in Blau die Bollinger Bänder. Die Bollinger Bänder sind ja so ein bisschen ein Preisband quasi um den Markt und ein Indikator, wo man sagt, okay, hier zeichnet sich gegebenenfalls was Positives ab, sieht man, indem dieser Kerzenkörper jetzt hier oberhalb dieses Bollinger Bandes geschlossen hat, durch diesen positiven Trend und das gleichzeitig auf einem Niveau, wo man hier unten eine niedrige Bollinger Bandwidth quasi sagt, also eine Breite sehen kann, also auch hier auf niedrigen Niveaus ist. Auch das in Kombination ist grundsätzlich mal ein positiver Indikator. Natürlich, wie immer, nichts in Sicherheit gegeben, allerdings zumindest mal ein spannendes Bild, seht, dass man hier so ein bisschen mitverfolgen kann, rund um Oracle, gegebenenfalls auch, wenn man sich die Aktie hier nochmal intensiver anschauen möchte. Wir gehen wieder zurück in unsere News und blicken auf Adidas. Und hier kann man eigentlich sagen, die Geschäftszahlen waren wie erwartend schwierig, nicht so wirklich gut. Das hatten wir auch in den letzten Malen herausgestellt, dass die Erwartung hier schon sehr, sehr niedrig ist. Allerdings ja, ist der Ausblick wieder ein bisschen positiver, weil man doch aus diesen Abschreibungen rund um die Yeezy-Marke, um den Bestand eigentlich positiven Mehrwert erzielen konnte. Also der Ausblick und das Momentum ist gerade so ein bisschen positiv. Ich gehe nochmal kurz zurück auf das, was wir uns in der letzten Woche hier angesehen haben. Also das war so ein bisschen das Chartbild, das wir bei Adidas gesehen haben, einen deutlichen Abwärtstrend rund um diese Yeezy-Kooperation, hatten wir auch in unserer Analyse hier mal besprochen. Dann diesen Tiefpunkt, den wir hier erreicht haben, quasi Mitte letzten Jahres, dieser langsame Aufwärtstrend, der sich hier gezeichnet hat und hier halt mit der Hoffnung, dass man dieses Niveau etwas nach oben halten kann, dann so mit 17, 18% Puffer bis oben zu den 200-Tageslinien und diesem Widerstand, den wir hier oben auf der langfristigen Seite gesehen haben. Wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, wie hat sich das Ganze entwickelt? Ja, wir sind zumindest über diesen Schwung hier nach oben gekommen, also positive Quartalszahlen. Wir haben gerade kurz drüber gesprochen, haben uns zumindest jetzt über diesen Widerstand hier eigentlich gehalten. Also aktuell sehen wir, dass hier zumindest diese 200er, die auch so eine psychologisch wichtige Marke ist, dass die aktuell so ein bisschen im Rennen steht. Und natürlich muss man aber hier sagen, ja, wir haben jetzt einen Widerstand, wir haben die 200-Tageslinie. Also da kommt so ein bisschen was auch auf den Aktienkurs mit kurzfristig zu. Hier wird es natürlich weiter entspannt, wie das operative Geschehen rein fundamental wird. Zurück zu unseren News. Rheinmetall mal wieder mit sehr, sehr positiven Zahlen. Man hat zwar aktuell den Umsatz und das, was man aktuell quasi schaffen wollte, nicht ganz so erreicht. Also man hat nicht das Ziel erreicht, was man sich vorgenommen hat. Allerdings war der Ausblick hier sehr, sehr positiv. Man baut sich also weiter um von einem Industriekonzern zu einem deutlich verstärkten Konzern im Rahmen der Rüstung. Das heißt, man erwartet hier auch weiteres Wachstum. Die Bücher sind voll. Auch das haben wir in unserer Analyse hier mal beschrieben. Es wird weiter aufgerüstet und das mittlerweile glaubt man auch abseits nur des aktuellen Ukraine-Konfliktes. Also zumindest das Geschäft glaubt hier, oder das Management glaubt hier weiter an eine nachhaltige Aufrüstung. Es wurde ja in den letzten Wochen auch immer mal wieder öfter doch erzählt, dass man gesagt hat, aktuell sieht man viele Länder und auch die deutsche Bundeswehr sich auf einem Niveau oder auf einem Standpunkt, in dem man nicht verteidigungsfähig ist. Und hier sagt man an der Stelle, ja, diese Aufrüstung wird nachhaltig sein. Die Aktie hat es weiter beflügelt. Der Chart ist nicht sonderlich spannend. Kurzer Blick auch noch auf Hapag-Lloyd. Auch da muss man sagen, waren die Zahlen jetzt ungefähr auf dem Niveau. Auch den Chart hatten wir uns letzte Woche mal angeguckt. Allerdings muss man sagen, hat man weiter Belastungen im Roten Meer gesehen. Man sieht zusätzlich, dass die Containerpreise sich eigentlich auf niedrigen Niveaus einpendeln. Also hier sieht man noch nicht diesen Konsum, der gegebenenfalls wieder anziehen würde. Auch die Probleme aus China weiten sich hier so ein bisschen aus. Und ja, eigentlich konnte man dem nicht so viel Positives abgewinnen. Minus 9% für die Aktie. Adobe auch mit guten Quartalszahlen. Also hier zeigt sich zumindest, dass sich das Geschäft gut entwickelt hat. Allerdings, ja, jetzt muss man sagen, gab es das Problem rund um Figma. Das war auch schon so ein bisschen zu erwarten. Die Konkurrenten wollte man hier übernehmen.
gab es ein paar Konflikte, jetzt muss man 1 Milliarde Dollar Strafe zahlen. Und der Ausblick, der war auch ein bisschen enttäuschend. Auch da nochmal so einen kurzen Blick auf das, was wir uns letzte Woche dazu angesehen haben. Also wir haben ja diese M-Formation von oben nach unten gesehen. Jetzt hier im Tageschart quasi einmal zu sehen, diese Konsolidierung hier auf diesem Niveau. Und da war so ein bisschen zu erwarten, dass nach den Geschäftszahlen entweder der Sprung oder nach oben oder nach unten hier zu sehen ist. Man hat in der Vergangenheit gesehen, ja, der Trend war zumindest nicht so verkehrt für Adobe. Das hat man auch so ein bisschen in den letzten Quartalszahlen dann gesehen. Allerdings der Ausblick, der das Unternehmen dann auch runtergezogen hat, und da muss man sagen, sind wir dann hier ein ganzes Stück nach unten gelaufen. Das heißt, jetzt sind diese Bänder hier eher im Fokus. Man ist zwar wieder ein bisschen zurückgekommen, ja, allerdings, ja, ist das Gap bis zum obigen Niveau doch noch relativ deutlich. Zurück zu den Zahlen. Vonovia haben ja immer viele auch auf dem Schirm rund um das Thema Zinsentwicklung, Zinssensitivität. Der größte Immobilienkonzern in Deutschland mit dem höchsten Jahresverlust der Unternehmensgeschichte, 6,8 Milliarden Euro, war auch so zu erwarten, muss man sagen. Auch die Abschreibungen waren sehr, sehr deutlich. Man hat jetzt insgesamt fast Abschreibungen in der Hälfte des Unternehmenswertes erzielt. Allerdings muss man sagen, ist der Trend eigentlich für Vonovia zu sehen, zumindest wenn die Zinsen wieder fallen. Das ist die große Hoffnung des Konzerns. Auch das Thema Dividende, da sieht man eigentlich oder hofft man eigentlich auch wieder einen positiveren Trend, dass jetzt die Dividende wieder weiter steigert. Ist ja oftmals ein Kernthema auch hier für Investoren. Allerdings, ja, waren das nicht ganz so das, was man erwartet hat als aus Investorsicht, auch so ein bisschen ja, in der Hinblick. Dem Hinblick, wie man ja zukünftig das Ganze so handhaben will. Teils schon erwartet, in Summe kann man aber sagen, nicht so auf den Niveaus wie gedacht. Dementsprechend hier -12%. Und unten haben wir nochmal Dollar Tree. Auch hier mit enttäuschenden Quartalszahlen muss man sagen, hohe Abschreibungen und ja auch die Schließung von Filialen. Wir haben ja eigentlich viel einen positiven Trend jetzt gesehen bei den großen Konsumkonzernen, zumindest Walmart. Costco hat schon ein bisschen geschwächelt, allerdings auf hohen Niveaus muss man sagen. Bei Kroger haben wir eine positive Entwicklung gesehen. Dollar Tree jetzt hier mal wieder mit negativen Zahlen, und auch der Ausblick könnte besser sein. Gehen wir noch kurz weiter zu Sentinel One. Cyber Security ist ja momentan sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben es oder gestartet hat es eigentlich rund um ja die klassischeren Konzerne, und haben dann ja schon den einen oder anderen die eine oder andere Abschreibung auch gesehen, beziehungsweise auch einen Rückgang der des Ausblicks oder einfach einen enttäuschenden Quartalsausblick. Ja, da gab es Aufs und Abs, kann man sagen. Zuletzt Cyber Security bei CrowdStrike eigentlich mit einem positiven Momentum, Sentinel One jetzt als stärkster Konkurrent eher mit einem negativen Ausblick. Man muss auch sagen, während CrowdStrike schon Gewinne macht, auch schon länger und beständige Gewinne macht, macht Sentinel One immer noch operativ Verluste. Die Aktie also weiterhin abgestraft, kommt auch nicht auf die Niveaus wie CrowdStrike. Und zuletzt noch On Running. Hier muss man sagen, waren die Geschäftszahlen unter den Erwartungen. Auch der Ausblick war nicht ganz so wie erwartet. Allerdings muss man sagen, dass sich das in den letzten Tagen jetzt wieder erholt hat. Der Kurs eigentlich fast wieder zurück auf die Niveaus. Also man blickt trotzdem recht positiv hier auf die Zukunft. Blicken wir auf das, was diese Woche so ansteht. Wie gesagt, wir haben ja ein Auslaufen der Quartalszahlen. So langsam starten aber auch schon wieder die nächsten. Das ist ja immer wieder so ein fließendes Band. XPeng, also E-Automobilität aus Asien, das ist natürlich momentan immer ein heißes Thema, auch für unsere Autobauer. Core in Maine ist so ein Underdog, kann man sich mal anschauen, wenn man rund um das Thema Infrastruktur aktiv sein möchte. Die Aktie aus den USA läuft seit Jahren sehr, sehr gut oder seit längerer Zeit sehr, sehr gut. Gerne mal einen Blick drauf werfen. Dann haben wir Micron und General Mills, und auf beide will ich mal ganz kurz noch eingehen, die letzten Minuten hier. Zum einen sieht man bei Micron auch hier diese langsame Untertassenformation, die sich ausbildet, jetzt hier im Wochenchart. Also man sieht so ein bisschen, dass wir aus den Tiefs, die man gesehen hat, aktuell wieder emporsteigen, und das ist auch so ein bisschen das, was die Vermutung bei Micron ist. Es ist ja eigentlich ein großer Chip-Gigant, hatte Probleme durch den Rückgang, auch durch den klassischen Rückgang der Chip-Industrie. Also alles, was nicht High-End-Chips für KI sind, sondern eher so Konsum-Chips, die in unseren Konsumgütern stecken.
Und hier hofft man jetzt auf so einen Aufschwung. Wir gucken uns das Ganze am Donnerstag an, deswegen auch hier nochmal mit Fokus. Allerdings kommt vorher halt noch die Quartalszahlen am 20. März, also die kommen jetzt ganz bald. Und hier muss man sagen, der Analystenkonsens ist grundsätzlich äußerst positiv für die Aktie. Man sieht, dass man aktuell auch hier so diesen Boden so ein bisschen durchläuft. Also das, was man im Chartbild gesehen hat, sieht man auch aktuell so ein bisschen in den Earnings. Das ist die Idee hinter Micron. Das heißt, das werden wir uns am Donnerstag im Aktien-Roundup schon mal ganz genau ansehen. Dann hatte ich noch angesprochen General Mills an der Stelle und da nochmal ganz kurz zu dem, was wir gerade eben auch schon mal gesehen hatten bei Oracle an der Stelle. Zum einen sieht man hier im Wochenchart, dass sich die Aktie unten anfängt so ein bisschen zu konsolidieren und sich hier gegebenenfalls ebenfalls ein Aufwärtstrend bemerkbar macht. Also auch hier sehen wir so das Bollinger Bänder, die Bollinger Bänder mit dieser Kerze, die jetzt hier so drüber zu schließen beginnt, also so ein Aufwärtstrend markiert. Auch hier passt die Bollinger Bandwidth so ein bisschen. Man sieht allerdings, natürlich haben wir die 200-Tages-Linie, die hier ja so ein bisschen dagegen wirkt und am Ende steht so ein bisschen der Fokus auch auf den Ergebnissen, ob hier gegebenenfalls ein Trend sich etabliert. Die Analysten aktuell so ein bisschen verhalten für die Aktie. Man sieht auch so ein leichter Rückgang, der erwartet wird in den Earnings und es wird sich so ein bisschen zeigen, wie auch der Ausblick sein wird und ob sich hier was etablieren kann. Es ist aktuell noch zu früh, um hier quasi so einen Schluss zu ziehen, aber das Ganze werden wir uns in der nächsten Zeit nochmal genauer anschauen. Was haben wir sonst noch? Tencent, ja, im asiatischen Markt, BioNTech rund um das Thema, ja, wie wird es mit den neuen Impfstoffen auch im Konkurrenz zu Moderna. Wir haben Nike, die natürlich sehr, sehr spannend sind, gepaart mit Lululemon, insbesondere auch an den Ergebnissen, die wir gesehen haben, rund um das Thema die Sportindustrie, FedEx, insbesondere spannend für die Logistik- und Konsumerwartungen der Woche. Wir haben die BMW Group als deutschen Autokonzern nochmal und diese Woche grundsätzlich, wie gesagt, viel, viel im Rahmen Zinsentwicklung, Zinsentscheide. Wir haben Japan, wie gesagt, die jetzt schon durch sind. Wir haben ja die Fed, die dran ist. Wir haben Bank of England, die dran ist. Wir haben Inflationsraten. Also sehr, sehr viel spannende Daten. Was steht bei uns diese Woche an? Ja, morgen ist nochmal Trading-Dialog um 16.45 Uhr. Da werden wir, Christoph und ich, uns zusammen aktuelle Trading-Signale anschauen. Wir werden auch nochmal einen Blick auf das werfen, was wir gerade eben angesprochen haben. Aktien-Roundup schauen wir uns an am Donnerstag. Micron Technology, wie gesagt, 10.30 Uhr. So ein bisschen die Frage, gibt es ein Comeback dieses schlafenden Chip-Riesens? Und dann haben wir auch noch nachmittags dann den breiten Chip-Markt in der Analyse in unserer Investmentwerkstatt. Da ich schon ein bisschen überzogen habe, verabschiede ich mich an der Stelle. Vielen Dank. Bei Fragen gerne morgen oder am Donnerstag nochmal reinschauen. Bis dahin. Tschüss.